Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und schon wieder eine Nacht, die ich auf der Bank verbringen musste. Aber wenigstens kann ich mich jetzt ordentlich verteidigen. Ja, und damit herzlich willkommen, ne? Das wollte ich eigentlich nicht angucken. Ja, beim letzten Mal habe ich hier diese Armbrust gekauft. Wir haben endlich die Bomben. Also ich kann jetzt immer wieder hier die hier werfen. Da bin ich unendlich glücklich drüber. Und heute müssen wir, meine ich, diese Banditen finden. Ich meine, im Gefängnis war sogar einer drin. Also hier in der Stadt ist ein Gefängnis. Habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Da ist einer von denen gefangen. Für Geld kann man zu denen rein. Sollte ich vielleicht mal eben machen. Ja, ich habe die schreckte Anweisung, niemanden zum Ouroboros räuber zu lassen. Ja, ich bin kein Undercover-Agent. Ich lasse 20 R springen. Danke für die große Gespräche. Los geht deine Neugier zu stillen. Schrei, wenn er was versucht. Meine Waffe ist geladen. Wer von denen ist es? Dieses verräterische Weib, wenn ich die in die Finger bekomme. Oh, ein Besucher. Endlich. Den ganzen Tag hätte ich gern schon jemanden zum Reden gehabt. Ich bin besiegt. Mein Wille ist gebrochen. Die Verpflegung hier ist scheußlich. Ich werde wie ein Kanarienvogel singen. Alles ausspucken wie ein Kamel. Ich werde reden. Ich werde alles über den Ouroboros Unterschlupf ausplaudern. Und alles, was ich dafür will, ist Freiheit. Als Gegenleistung würde ich aber auch eine Flasche Wein akzeptieren. Im Ernst, ich habe mit den Ouroboros abgeschlossen. Eine Flasche Wein. Was ist mit dir? Es hört sich dämlich an, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ein fliegendes Schiff, ein riesiges Licht, das Leute in den Himmel zieht. Ah, er hat das offenbar auch gesehen. Wo kriege ich denn Wein her? Eine Flasche Wein. Du hast einen Ausweis, oder? Wir befolgen das Gesetz, diesen Etablissement. Können Sie mir eine Flasche Wein kaufen? Wo kriege ich einen Ausweis her? Lisa kann uns ja Gefallen erledigen. Vielleicht hat sie auch hier einen Ausweis für uns. Wir brauchen ja den Ausweis für den Wein. Ausweis. Wo ist die Stadthalle? Ah, ich muss meine Haare kurzzeitig wie sie färben. Okay, ich färbe meine Haare einfach braun. Dann hat die Stylistin ja auch Sinn. Runde schwarz-braun. Ich muss kurzzeitig mit mit braunen Haaren rumrennen. Aber nur diese Folge. Ich muss jetzt eh erstmal ein bisschen Geld machen, weil ich nicht genügend habe. Na Leute, wir sind jetzt wieder hier. Ich habe Bären geholt. Ich habe auch noch alle Fässer und sonstiges, was ich zerschlagen kann, auf dem Weg kaputt gemacht und habe 150 dabei rausgeholt. Wir können uns die Flasche Wein gönnen. Und wir können danach auch noch unsere Haare wieder normal färben. Aber erst, obwohl... Was ist wichtiger, Haare färben? Oder... Ach, ich glaube, dem Dieb ist egal, welche Haarfarbe ich habe. Ja, hier, Wein für dich. Ja. Ja, wo sind die? Ich bin Sieg vom Ouroboros, oder jedenfalls war ich das.
Wir sind alle, die sind alle in einer Ruine im Herz des Sandmeers versteckt. Das Sandmeer ist südwestlich von hier, eine unbewohnbare Gegend. Zeit und alle möglichen fiesen Kreaturen. Auf eine seltsame Art und Weise ziehen wir unseren Stolz daraus, dort zu florieren, wo sich sonst niemand anderes hintraut. Vielleicht ist das unser nomadisches Blut. Wenn unser Orakel sagt, geht, gehen wir. Und wenn uns der Orakel sagt, bleibt, bleiben wir. Wir haben viele Bauwerke errichtet, klein und groß, um uns unsere Umwelt anzupassen. Um was du dir Sorgen machen solltest, sind die Ouroboros Tore. Die sind designt, um Außenseiter außen zu halten. Möglicherweise kann ich dir das Passwort beibringen, das sie öffnet. Das Passwort hat die Form einer Melodie. Da ich meine Verbindung zu den Ouroboros kappe, kannst du meine Flöte haben. Nimm sie und spiel mir nach. Ich werde einfach das Passwort vor mich hinpfeifen, bis du es genauso gut kannst wie ich. Warte. Ich muss die Flöte ausrüsten. Warte. Okay, ich warte jetzt, bis der anfängt. Grün. Wartet, Leute, ich schreibe mir das eben kurz auf, also von den Farben her. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben und ich habe es auch einmal vorgespielt, daraufhin hat er mir das hier gesagt. Und ich habe da so einen Text erhalten, dass ich irgendein Lied gelernt hätte. Ah, diese Dinger macht man mit der Flöte auf. Hat man auch noch irgendwo so ein Verzeichnis mit diesen Liedern? Oh, ich kann mir hier gerade Errungenschaften holen, sehe ich. Aber eigentlich wollte ich diese Lieder nachgucken. Lied der Ouroboros. Ah, hier. Ne, da steht das dann auch nochmal da unten. So, und jetzt nochmal, um das nochmal zu prüfen. Keim in Richtung drücken ist blau. Das war das Lied der Ouroboros. Ich schreibe mir die auch auf. Keine Sorge. Das ist nicht das Problem. Ich habe wahrscheinlich eher die Probleme, es umzusetzen. Färbung rauswaschen. Jetzt habe ich wieder meine normale Haarfarbe. Ich fühle mich wieder so, als wäre ich ich. Aber gut zu wissen, wie man jetzt diese blauen Dinger da benutzt. So, da ist der Laden. Mit 125 müsste ich mir eigentlich noch was Neues kaufen können. 150. Der Aluminiumschläger ist 200. Ne, ich brauche 150 oder 200. Ich würde mir am allerliebsten diesen Aluminiumschläger holen. Nein, ich will nicht. Geh weg von mir. Hau ab. Ich habe irgendeine Oase gefunden, die mich gerettet hat. Hallo. Okay. Ich habe Milch bekommen. Okay, hier ist was zum Sprengen. Ich habe übrigens gelernt, wenn man Fröschen beispielsweise diese Bomben auf den Kopf legt, dann können die sich nicht mehr wehren. Ja, ich habe deinen Schatten zerstört.
Okay. Ja? Hallo, Mr. Planto. Ja, ich mag Blumen. Blumen sind schön und riechen gut. Ah, der will Kompostmaterial. Fünfmal verdorbenes Essen, keine Sorge, das kriege ich gut hin. Da muss er mir nie erklären, wie das geht. Ich weiß, wie das geht, leider Gottes. Fast jedes dritte Mal, wenn ich was koche, ist es Eva-Braten. Warte mal. Das habe ich noch nicht gekocht. Das will ich einmal hinkriegen. Okay, die Steinkröten, die bringen genau denselben Schenkel heraus. Ja komm, dann könnte ich aber eigentlich... Nee, ich sammle erstmal und dann verbrate ich das Zeug. Ich merke mich hier in die Oase, muss ich nochmal. Da geht's zum Sandmeer, da muss ich auch hin. Hallo? Ja, da will ich hin. Aufspringen. Die hier unten schon mal runterwerfen. Ey, guck mal, die ist perfekt gelandet. Boah, ich bin gut im Bombenwerfen. Das Erz, da brauche ich, glaube ich, erstmal nicht mehr. Ich habe mir viel geholt. Und ich will mein Inventar jetzt nicht damit zukleistern. Ah, da muss ich perfekt reinwerfen. Warten, bis das so rot blinkt. Schade, das war ein bisschen zu spät. Schade, nicht hoch genug. Ich krieg das hin. Ja, geschafft. Ein Ouroboros-Teil. Da ist die Flöte. Geschafft. Tut sich jetzt was? Ah. Damit wissen wir, wie die Dinger funktionieren. Ich guck gerade eben kurz. Ich würde aber sagen, wir beenden das dann jetzt hier heute. Ich habe gesehen, dass die Folge schon recht lang ist. Ich habe zwar, als ich hier pausiert, hier die Bären gesagt, mit habe pausiert, aber die Folge ist bisher, glaube ich, trotzdem schon recht lang geworden. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!